Zweiter Tag, Jahr 1. Falk, ich dachte, du würdest uns nicht finden. Du kennst mich doch. Irgendwann werde ich den richtigen Weg einschlagen. Und wer sind diese feinen Leute? Das ist meine Familie, meine Partnerin Mari vom Clan der Yomoton und unsere Tochter Era. Es wird gut sein, dich hier zu haben. Du kannst bei mir am Pachan-Herd bleiben. Wie lange bist du zu Besuch? Was das angeht, wäre es in Ordnung, wenn meine Familie dem Clan beitreten würde? Das Erdbeben? Ja, natürlich. Du bist ein Pachan-Zerg. Deine Familie ist auch unsere. Danke dir. Ich sollte dich in Ruhe lassen. Aber du willst wissen, ob ich Salz mitgebracht habe. Du kennst mich so gut. Ja, natürlich. Ich habe extra etwas für dich und Tare besorgt. Aber ausgezeichnet. Eine Idee, was wir nicht haben. Wie ist das Tagebuch? Hilf noch Idee ansehen, alle Fälle. Okay. Iloy und Akre haben den Fluss für die Kinder des Clans sicherer gemacht. Zelk ist in einer brenzligen Situation und könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja. Dann bin ich gleich mit dem. Warum lasse ich mich immer hinreißen? Jetzt sind Nari und Era sauer auf mich, weil ich unser Salz verschenkt habe. Ich weiß, ich muss ihnen mehr besorgen. Letztes Mal habe ich den Yakuan-Clan einige Flussfische geschenkt. Geräucherten Fisch anbieten würde. Könnte ich mehr Salz bekommen? Alle geräucherten Fisch. Wir können später darüber sprechen. Einmal habe ich einen Clan besucht und wäre fast aus Versehen ihr Anführer geworden. Nari wäre darüber nicht erfreut gewesen. Ich finde es toll, dass Yuk denkt, er sei so schlau, wenn er nachts rausgeht. Ich bin froh, dass Beckli dich macht, aber er hört nicht auf, über dich zu reden. Daris Mutter hat sich immer um die Kinder des Clans gekümmert. Deshalb war sie auch meine Lieblingstante. Hey. Schade, dass Okra oder Iloe den Vögeln nicht sagen können, dass sie aufhören sollen, meine getrockneten Beeren zu knabbern. Nachher muss man ein bisschen Spaß haben. Ich finde es toll, dass Zelk jedem sein letztes Hemd geben würde, aber Era braucht das Salz, um ein besonderes Essen zu kochen. Für alle. Ich schätze, für alle zu kochen war nicht so wichtig. Wuck, nicht jeder kennt seine Berufung als Kind. Ich dachte, ich würde Baumeister werden, als ich so alt war wie Bra. Mograni geben dem Feuer den Respekt, den es verdient. Liebst du nicht auch laue Sommernächte? Alle geräucherten Fisch. Wo ist mein Schwein? Ja. Nein. Nein, geräuchert. Oh.
Wenn Jin besonders breit lächelt, liegt das daran, dass er Kartoffelsalat sieht. Du bist ein guter Tänzer. Also. Alles spenden. Aufgeräucherter Fisch. Kein Wasser. Das Pacha braucht deine Hilfe. Sag mir Bescheid, wenn ich etwas tun kann. Wie geht es dir? Ich bin müde. Mir geht's gut. Hallo, gut. Ich bin Opa. Lass uns einen abtanzen. Nein, nur 30. Habe ich mit dir schon geschafft. Voilà. Timo Grani geben dem Feuer. Anda hat mir gesagt, dass es wahr ist. Da bekomme ich fast Lust, einer zu sein. Ein geschulter Tierpflegerin kann Honig aus einem Bienenstock holen, ohne jemals gestochen zu werden. Anda hat mir gesagt, dass es wahr ist. Da bekomme ich Lust auf. Fast Lust, einer zu sein. Und lehnen wir mal nach draußen. Ronno, meine Mahlzeiten sind vielleicht nicht so gut wie die von Tare, aber es macht uns Spaß, sie zuzubereiten. Ich finde es toll, dass Juk denkt, er sei so schlau, wenn er nachts rausgeht. Du bist so mit den Pflanzen verbunden, genau wie Ada. Habe ich noch Platz? Ja, ja. Nehme ich doch die Muscheln mit.
Ein Koko ist keine Datteln. Kack. Ich verstehe nicht, warum sich alle dafür interessieren, was die Mograni tun. Sie sind einfach nur Menschen. Danke. Ich will neue Fische. Neuer Fisch, du hast Schwamm entdeckt. Da ist etwas für da oben. Tisch. Schwamm. Nein. Du bist kein Alligatorfisch. Pyrodos, neuer Rekord. Meine Mütter sind toll. Ich kann Oka einfach nicht in die Nähe meiner Näharbeiten lassen. Sie hat kein Auge für Details. Es scheint lustig zu sein, zu sagen, dass Wölfe das Dorf sicherer machen. Aber das tut es.
Liebst du nicht auch raue Sommernächte? Ja. Raue Sommernächte sind perfekt für die Sternebeobachtung. Die Dari ist nicht da. Nur eine Erdbeere und ein Granatapfel. Ein Granatapfel. Kann ich hier auch fischen? Ja. Neuer Fisch, du hast Aarschwanz entdeckt. Okay. Nein. Inventory full. Ist das? Seetang. Ich hab Seetang. Du auch, oder? Ja. Aber wir stimmen die gleichen. Whitey vertraut dir jetzt. Willst du es im Clan aufnehmen? Ja, komm. Zustimmen. Stehst du zu Tomaten? Oh, ein Geschenk. Rupp ist ein guter Stratege und hat gerade genug von einem Rebellen und in sich, dass wir gut zusammenarbeiten. Aber
Aber die habe ich glaube ich nicht. Was können wir denn wegschmeißen? Gar nichts. Nein. Die kann ich auch nicht aufnehmen. Eine Süßkartoffel. Nein. Ja. Brauchen wir mal ein paar Fische. Ein Igel. Gegossen habe ich alles. Ja, kann ich dich schon scheren. Ja, nice. Da habe ich schon 3 Fälle von 5. Ich will auch schon streicheln. Ja. Tomaten. Fermentierte Auster. Yeah.